Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Highscore. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Highscore, ein Spiel aus dem Hause Kosmos vom Autor Rainer Knizia. Es ist ein Würfelspiel, es ist ab 8 Jahre für 2 bis 5 Personen und geht ca. 30 Minuten. In diesem Video möchte ich euch das Spiel kurz und knackig vorstellen, so schwer ist das Ganze nämlich gar nicht, und abschließend gibt es das Fazit. Was ist in dieser Box enthalten? Das sind zum einen die 7 Würfel, das sind ein paar Marker enthalten, einige Karten, hier ein Tableau, um die Punkte dann letztendlich dann auch festzulegen. Jeder Spieler nimmt sich so einen Marker und das jeweilige Plättchen, also nicht wegschmeißen, wenn ihr das ausgestanden habt. Auf der Rückseite sind dann noch die 30 Punkte dann hinterlegt. Das bekommt jeder, das heißt, jeder legt sich so einen Marker vor sich und die Marker, die legt er in die Mitte. So, von den ganzen Auftragskarten, die mischt ihr gründlich durch, nehmt ihr euch 7 Karten, weil ihr spielt das Ganze über 7 Runden. Und nach den 7 Runden werden dann die Punkte dann letztendlich zusammengezählt, die ihr im Verlauf der einzelnen Runden dann gewonnen hat. Und der oder diejenige, die hat dann am Ende gewonnen. Und das machen wir jetzt einfach mal als Beispiel, dass ihr das seht. Das heißt, die erste Karte drehe ich um und eine beginnt dann. Und hier wird dann angegeben, was die Bedingung der Karte ist, für was es denn letztendlich dann Karten gibt. Und ihr seht auch den Wert des Wirbels, das heißt der Wirbel, normalerweise wie bei einer 6, nur ist hier ein Wirbel dann hinterlegt, der Wirbel hat eine 6, der hat natürlich auch andere Zahlen, beziehungsweise je nachdem hat er auch den Wert 10, also immer abhängig vom Auftrag. Und für was bekommt ihr Punkte? Ihr bekommt immer Punkte für 2 gleiche Werte. Also wenn ihr 2 Fünfer habt, dann bekommt ihr hier 10 Punkte. Wenn ihr 4 Fünfer habt, dann bekommt ihr 20 Punkte und so weiter. Und hier, recht simpel jetzt der Auftrag, dürft ihr neu würfeln. Ja, ihr dürft neu würfeln. Und zwar bis zu 4-mal, allerdings immer mit allen 7 Würfeln. Klingt nach einem wirklich simplen Würfelspiel. Das heißt, ich nehme alle Würfel und würfel erst einmal und schau mal, was ich hier habe. Okay, oh, das ist immer gar nicht so schlecht. Ja, ob das reicht. Das heißt, das wären jetzt hier 12 Punkte, die zählen noch dazu. Das heißt, 16 Punkte, der zählt nicht dazu. Und jetzt kann ich mir überlegen, würfel ich nochmal? Ah, das ist ja viel zu wenig. 20, 30 Punkte sollte man mindestens haben. So der Erfahrungswert. Ich würfel nochmal. Ah, das war jetzt schon mal nichts. 2-mal. Dann würfel ich nochmal. Passt das auch? Oh, das sind ja jetzt wenig Pärchen dabei. Und so weiter. So, und dann habt ihr vielleicht irgendwann einen gewissen Punktewert erreicht. Ich hoffe, ihr habt Punkte, weil dafür bekommt ihr dann solche Marker. Und dann trägt jeder sein Ergebnis ab. Einer hat sie 20 Punkte, einer hat vielleicht 16 Punkte erreicht und der andere hat 10 Punkte erreicht. Und der Führende bekommt dann den 3-Punkte-Marker. Also von dieser Skala, der Führende nimmt sich den 3-Punkte-Marker, der Zweite nimmt sich den 2er und der Dritte nimmt sich den 1, außer ihr spielt zu zweit. Dann ist die Aufteilung, was Gold und Bronze angeht. Und ja, ihr bekommt auf jeden Fall Wappen, wenn ihr gewisse Punkte erzielt habt. Und für was die Marker, die ich hier auf der Seite gelegt habe, erreicht ihr einen höheren Wert als 30, dann dreht ihr es einfach um. Und quasi ist das Zeichen für euch, dass ihr eine gewisse Punktzahl, wie zum Beispiel hier 34 Punkte, erreicht habt. Es kann nur eins passieren, das heißt, wenn zum Beispiel jemand ja auch die 20 Punkte nach mir erreicht hat, den stellt man nicht auf das gleiche Feld, sondern ein Feld zurück, weil letztendlich geht es auch um die Vergabe dieser 3er, 2er und 1er Chips. Es sei denn, jemand hat 10 Punkte oder ja 8 Punkte erreicht und der nächste hat 38 Punkte erreicht, das ist eine Ausnahme, und jetzt bin ich schon in den Details, dann dürfen die Marker auf der gleichen Position hier stehen bleiben. Und die Marker werden dann verteilt, alle Spielsteine kommen dann wieder zur Seite und es wird der nächste Auftrag aufgedeckt. Hier zum Beispiel, das heißt, der Kreisel hat, der Wirbel hat einen Wert von 10 und ihr müsst nur diese Zahlen, die bekommen Punkte und davon zieht ihr alle weiteren Werte ab und deswegen auch 10. Das heißt, der Wirbel ist schlecht, rote Markierung, also unter Umständen gibt der, wenn ihr den am Schluss habt, natürlich 10 Minuspunkte und ihr müsst nach jedem Würfel müsst ihr mindestens einen zur Seite legen. Und so geht das immer weiter, das heißt, ihr bekommt immer weitere Aufträge, 7 Aufträge spielt ihr durch und am Ende habt ihr quasi eine gewisse Anzahl von Marker,
dann vor euch liegen. Dann zählt ihr die Marke zusammen und der mit den meisten Punkten, der hat das Spiel gewonnen. Wenn da euch was unklar sein sollte, was die Aufträge angeht, das ist auf jeden Fall gut gemacht, dann schaut ihr einfach in der Anleitung. Da gibt es zu allen Bereichen nochmal Informationen, wie die Kombinationen aussehen. Auch hier, was das rote Bereich angeht, das hat uns am Anfang ein bisschen verwirrt. Das heißt, hier seht ihr, rot ist also eher kritisch. Manchmal ist es aber auch noch mit einer minus 5, also mit einem negativen Wert dann hinterlegt. Aber das sollte aus den einzelnen Aufträgen hervorgehen. Und das ist alles zu Highscore. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Highscore. Ein Spiel, wo letztendlich ja hauptsächlich die 7 Würfel dominieren. Ein Absackerspiel, letztendlich ein kleines Spiel, was insbesondere Gelegenheitsspieler anspricht, wo ja bei uns eher so zwischendurch auf den Tisch gelandet ist, wo ich mich dann aber auch selber gefragt habe, Mensch Jörg, bist du denn überhaupt Zielgruppe dieses Spiels? Ich wollte es euch aber auf jeden Fall vorstellen, weil letztendlich macht es ja wenig Sinn, wenn man sonst andere Spiele spielt, dass man dann so ein Spiel dann beispielsweise vorstellt. Ich sage ja immer bei Science-Fiction-Themen und sonstigen Spielen, da springt dann der Thomas ein, weil da ist man oder bin ich dann schon ein bisschen voreingenommen, was solche Spiele, was das Thema dann angeht. Also das muss man auf jeden Fall berücksichtigen, aber vielleicht sagt der ein oder andere, ja, so ein einfaches, lockeres Spielchen, wenig Regeln, ist genau das Richtige von euch. Und genau deswegen habe ich es euch präsentiert. Und ich glaube, aufgrund der Abläufe könnt ihr auf jeden Fall euch selbst ein Bild von diesem Spiel dann machen. Weil letztendlich ist es ein reines Würfelspiel, sehr viel mit Glück. Das war jetzt die schöne Karte, wo man gleich am Anfang dabei ist, sehr glücksbetont ist, wo man wenig Möglichkeiten hat, wo man einfach drauf zockt und sagt, komm, ich mache jetzt einfach nochmal. Entweder klappt es oder klappt es dann nicht. Wo ihr dann 7 Runden spielt und dann ist es praktisch dann durch. Es hat natürlich noch ein paar kniffligere Aufgaben, kniffligere Rätsel. Und wenn da wirklich euch was unklar ist, aber ansonsten sollte das Prinzip dann wirklich klar sein, ist es im hinteren Bereich nochmal deutlich erklärt, was die Aufträge dann angeht. Aus meiner Sicht ein einfaches, simples Spiel. Es gibt aber, und wenn man ehrlich ist, da gibt es bessere Würfelspiele auch aus dem Hause Kosmos, wo uns dann einfach mehr ansprechen, wo auch einfach gehalten sind, auch vom Autor Rainer Knizia, wo uns dann einfach auch optisch ein bisschen besser gefallen. Ja, ihr habt hoffentlich auch eure Entscheidung getroffen, was das Spiel angeht. Bleibt natürlich letztendlich immer euch überlassen. Das waren alle Infos zu einem wirklich einfachen, simplen Würfelspiel. Für manchen Absacker, aber aus meiner Sicht gibt es dann doch ein paar bessere Absacker, auch was das Format dann letztendlich dann angeht. Das zu allen Infos, was Highscore angeht, vom Autor Rainer Knizia aus dem Hause Kosmos. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.